Francisco Winkler, boom, boom, boom. Geschlecht, RCS, Geschichte, optional, Kann ich da den gesamten Breaking Bad Plot rein copy-pasten? Willkommen auf unserem Server. Vielen Dank, dass du dich für Gaming Life entschieden hast. Wir hoffen, du hast hier eine Menge Spaß. Let's go. Ist das ein NPC-Auto? Kann man sich hier NPC-Karren klauen? Ich wollte halt eigentlich nur dieses NPC-Auto klauen. Dann habe ich festgestellt, dass es nicht geht. Und dann haben wir hier einfach... Hallo? Hallo, Sir? Grüße Sie. Hallo. Sind Sie gerade neu eingereist? Ja, in der Tat. Ich bin gerade erst frisch. Ich wollte das Auto da klauen. Was? Dieser Schoft. Er wollte mir das Auto nicht geben. Kann man nichts machen. Kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Darf ich vielleicht Ihren Karren fahren? Sie dürfen gerne mit mir mitfahren, ja. Wie heißen Sie denn überhaupt? Ich bin der Herr Winkler. Hallo, wer sind Sie? Herr Winkler, grüße Sie. Ich bin Hadler. Odolf Hadler ist mein Name. Wo kommen Sie her? Ja, ich komme tatsächlich aus einer Stadt, die ist dieser sehr ähnlich. Im Großen und Ganzen ist sie quasi eine glatte Kopie. Eine Kopie? Darf ja wohl nicht wahr sein. Wer kopiert denn unser schönes Städtchen? Weiß ich nicht, wer sowas macht. Die Amerikaner vielleicht. Die Amerikaner? Ich glaube es nicht. Sagen Sie mir bloß nicht, dass Sie noch so einen Amerikaner dabei haben. Ich habe gerade ganz große Kopfschmerzen gehabt, Entschuldigung. Sie sind wohl nicht gewohnt, so einen Klassiker zu fahren. Nein, nein, in der Tat nicht. Was ist das für ein Fahrzeug? Das ist der Hadler 3000. Ach so, deswegen auch da vorne der... Richtig. Ah ja, ja, ja. Das ist ein Eigenbau. Verstehe, verstehe, ja. Oh, das sind die Amerikaner bestimmt. Haben Sie die mitgebracht? Das sind die Amerikaner? Ich habe hier niemanden mitgebracht. Das glaube ich kaum. Kennen Sie die? Nein. Die sehen aus wie gewöhnlicher Pöbel. Was machen die da? Ich weiß es nicht. Sie grüßen. Immer wenn ich unterwegs bin, werde ich gegrüßt. Soll ich mal fragen gehen? Autofahren, was ist das denn? Wie bitte? Ich kann sie nicht verstehen. Niedriger Pöbel. Pöbel! Ich glaube, wir müssen mal die Fenster runterlassen. Ich mache einfach die Türen auf. Das machen Sie die Türen auf, ist das windschnittiger. Wenn Sie mit dem Pöbel kooperieren wollen. Servus. Wo sind wir hier? Hey. Gehen Sie von meinem Auto runter. Was ist denn das für ein Bild für meinen neuen Freund? Machen Sie Platz. War das ein Befehl? Jawohl. Dann alle uns jawohl. Was ist denn hier los? Ich verstehe diesen Tumult nicht. Bereit, Ihren Befehl entgegenzunehmen. Entschuldigen Sie, Herr Winkler, ich habe eine Frage an Sie. Ja, bitte. Halten Sie Händchen mit mir? Natürlich nicht. Wehrmacht. Oh, die Wehrmacht. Ihr seht aus wie ein Hund, den ich gerade einst hatte. Er hieß Blondie. Blondie ist tot. Ist er gefallen? Ja, nachdem er Wein getrunken hat, die Treppe hinunter. Seit wann trinken Hunde Wein? Mein Hund trinkt gerne Wein. Einen schönen Rosé. Rede. Also, erstmal grüße ich euch. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Was gibt es da zu lachen? Hören Sie auf mit diesem elendigen Tumult. Ich würde sagen, der muss einmal um den Block laufen. Wer? Ja, der gelacht hat. Wer hat gelacht? Raus mit dem Verräter, weg mit dem... Das war der Schwarze. So, jetzt hört zu, Freunde. Ich habe eine Nachricht an euch. Zuhören. Grün ist neuerdings die Farbe von Schwächlingen. Ihr seid Schwächlinge. Ich erwarte, dass ihr euch in Zukunft alle rosa anzieht. Weil rosa die neue Farbe der Stärke ist. Die haben Waffen! Die haben Waffen! Die haben Waffen! Herr Hadler, ein Attentat! Nein! Vorsicht! Tragen Sie mich weg! Bringen Sie mich weg hier! Schnell weg! Einer ist auf dem Tablett gefangen! Geh weg! Runter! Runter! Ich kann nicht wegstehen! Ein Attentäter, Herr Hadler! Ein Attentäter! Ich weiß nicht, was ihr... Fahren Sie gegen... Ja, sehr gut! Sehr gut, ja! Herr Winkler, Sie haben mir mein Leben gerettet! Ich bin Ihre linke Hand! Oh Gott, da kommen... Die kommen hinter uns her! Das ist kein Problem, ich klär das! Nehmen Sie nicht die halbe Stadt mit, dann passiert doch nichts! Haben Sie vielleicht ein paar Waffen im Kofferraum? Was brauchen Sie denn? Einen guten Revolver. Einen guten Revolver, warten Sie bitte kurz. Herr Winkler, was ist denn Ihre Lieblingszahl? 174. Herrliche Zahl, die mochte ich immer am meisten. Stehen bleibt oder es knallt. Oh nein. Sind wir in eine Sackgasse geraten? Nein. Gehört alles zum Plan, vertrauen Sie mir. Stehen bleibt oder es knallt, der Herr. So ist gut, Herr Winkler. Geben Sie alles für den Sieg. Ich kann die Waffe nicht nehmen. Ja, sag ich doch. Ich sag doch, als Fahrer können Sie das nicht. Oh nein. Sie müssen sich ja auf die Fahrerei konzentrieren. Was machen wir jetzt? Sie geben Gas und hängen die Bösewichte ab. Oh oh. Vorsicht, da ist Ed. Oh Gott, Herr Winkler. Das ist doch ein deutsches Fahrzeug. Das schafft das. Das ist ein stabiles Fabrikat. Sehen Sie? Ohne Probleme. Wir haben das hervorragend gelöst. Kann ich Sie für die Zukunft buchen? Ja, natürlich. Immer noch als linke Hand. Aber als rechte Hand wäre besser. Warten Sie.
Herr Adler, einen Moment. Ich muss mal ganz kurz hier meine Verteidigung überprüfen, ja? Überprüfen Sie die Verteidigungslinie. Ich habe nur Munition bekommen. Wie? Ja, hier sind nur Bugshot, Gauge. Ja, ich weiß. So ein Schusseisen wäre nicht verkehrt. Ist aber kein deutsches Fabrikat. Nein, auch das müssen wir alles importieren mittlerweile. Hohoho. Es kommt noch mehr. Oh, eine Glock. So, Herr Hartler, alles gut. Ich fahre Sie. Sie müssen nicht selber fahren. Gibt es denn hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten in Ihrem Reich, die man sehen sollte? Es gibt jede Menge Sehenswürdigkeiten. Unter anderem haben wir ein Katzencafé. Mit echten Katzen? Mit echten Katzen und Hunden. Darf ich das sehen? Oh, Kopfweh, aua. Oh, wo ist das Katzencafé? Ich würde das wirklich gern. Ich weise Ihnen den Weg zum Katzencafé. Fahren Sie so lang geradeaus. Oh, okay. Ist ja gerade um die Ecke. Was ist denn das schon wieder für ein Tumult in dieser Stadt? Ist das bei Ihnen in der Stadt auch so? Ja, das kommt öfter vor. Unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Ich bin mittlerweile wirklich, wie soll ich sagen, Experte. In unangenehmen Dingen? Ja. Da haben wir das gemeinsam. Das hier ist das Katzencafé. Das Katzencafé. Das sieht gut aus. Arbeitet da sogar jemand drin? Ja, eine Katze. Ja, das dachte ich mir schon. Oh mein Gott. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich bin hier mit meinem Boss, um die Katzen zu sehen. Guten Katzen Tag. Kann man streichen, die sind wunderschön. Ist unser Katzencafé? Ich glaube nicht. Was ist das für eine Katze? Woher kommt die? Aus Afrika. Genau. Eine Afrika-Katze? Haben Nein. Sie auch etwas Deutsches hier? Wir machen ein paar Möpse hier. Ja, das sehe ich, die Dame. Wunderschöne deutsche Möpse. Das ist eine reinrassig deutsche Katze, geboren in Leipzig. Kommen Sie, Herr Winkler. Das ist unsere Streichelmuschel. Ah ja. Mm. Ah, okay. Mm. Ein herrliches Gefühl, nicht? Richtig, ja. Oh, wie süß. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, ja. Ich nicht. Ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee, mein Chef auch. Nein, ich hätte gerne einen braunen Kaffee, wenn dann überhaupt. So, bitteschön der Herr und bitteschön der Herr. Dankeschön. Danke. Sehr nett, sehr nett. Das ist wunderbar. Mm, schmeckt wie Eselpisse. Ja, das ist mit leicht Kohlensäure drin. Ist ja widerwärtig. Kohlensäure also im Kaffee? Ja, wir haben da ein bisschen Kohlensäuregas reingekippt. Haben Sie Gas in den Kaffee getan? Ja, natürlich. Das ist ja der komplette Verfall der Sitten. Nein, es gibt nur eine Einsatzmöglichkeit für Gas. Nein, Herr Hartler. Nein. Das muss nicht sein. Ja, aber die Heizung, also ist die an meinem alten Wagen, mit dem wir draußen fahren, der Vergaser. Ja, das ist richtig. Aber hier, die Heizung läuft auch über Gas. Nee, und sonst, wie geht's Ihnen? Ja, jetzt schon viel besser, nachdem ich dieses vorzügliche, süße Katzencafé gesehen habe. So, wir sind gerade in den Verhandlungen, das zu kaufen. Ich dachte, das gehört Ihnen. Sie Betrüger! Also, wir haben es jetzt gerade erstmal auf Probe zur Miete. Aha. Aber wir wollen es halt quasi komplett kaufen. Und hier geht es wirklich nur um Katzen, ne? Hier ist nichts anderes. Nein, hier ist nichts anderes im Keller. Aber wir können Ihnen gerne in den Raum zeigen. Sie können mir den Raum zeigen. Klar. Dann schauen wir uns den mal an. Okay, dann kommen Sie mal mit. Ich komme sofort wieder, Herr Hartler, ja? Wenn es knallt, sind Sie da. Das ist wirklich ein vorzügliches Lokal. Ja, das ist wundervoll. Also, hier unten ist die Katze. Wie wäre es denn, wenn ich Sie in diesen Käfig stecke? Nicht so toll. Schöner Raum. Ja, wundervoll. Ich komme auf jeden Fall wieder. Italien, ein sehr nettes Land. Die Dame, Sie sehen so glücklich aus, nachdem Sie mit dem Herrn Winkler gerade weg waren. Sie sehen so befriedigt aus. Ja, mir wurde auch gerade die Katze gestreichelt. Die Muschi wurde gestreichelt von meinem Winkler. Genau. Aha. Da hat wohl schon lange niemand mehr gestreichelt. Ich glaube, Herr Hartler und ich müssen nun weiterziehen. Dann haben Sie noch viel Spaß. Die Dame, die beiden Herren, grüß Gott, wieder schauen und reingehauen. Adieu. Tschüss. Wirklich ein schönes Lokal. Herrlich, nicht? Wenn man gerade an Plänen schmieden ist und etwas Ruhe braucht. Ah, die Tür fehlt. Die musste ich wieder verkaufen. Mir geht halt das Geld aus. Rheinmetall kauft aktuell viel. Das ist gut. Ordentlich rein investieren. Das ist ein zukunftsträchtiger Markt. Wir können hier mal reinschauen. Da ist der ADAC. Oh, schauen Sie da. Oh, ein Unfall. Nein, das ist Frau Davis. Machen Sie die Tür auf! Vielen Dank. Vielleicht können wir ja direkt mal gucken, ob der hier uns ein paar Upgrades verschaffen kann. Der Wagen hat schon alles. Der ist voll ausgerüstet. Meinen Sie, der kann die Tür reparieren wenigstens? Bestimmt. Schauen Sie, da steht er. Sind Sie auch Reparateuse? Nope. Ja, das ist wohl ein Nein. Hallo. Guten Tag. Die Dame. Ja, bitte. Sind Sie auf dem Transweg? Negativ. Sind Sie sicher? Es gefällt mir irgendwie. Natürlich bin ich ein Mann. Was ist denn das für eine elendige Frage? Ja, wir brauchen einen Mechaniker. Mechaniker. Ein Vergaser, oder was? Nein. Die Tür ist uns abhanden gekommen. Es war ein Attentat auf mich geplant und da wurde die Tür missbraucht. Der Herr mit der Jacke hier. Warum haben Sie uns gerade eben umgefahren? Ich bitte Sie doch, lassen Sie uns in Ruhe. Sie wollen ein Attentat auf den Herr Hartler verüben. Ich würde Ihnen dringend raten, das zu unterlassen. Herr Winkler, der hat ein Messer da. Was? Wer hat ein Messer? Der eine, die Blondine da. Der kommt von hinten. Der da, mit der Lederjacke. Wollen wir uns mal unterhalten auf der Toilette, der Mann? Ja, okay, komm. Kommen Sie, wir gehen auf Toilette. Ach so, es gibt gar keine Toilette hier. Also, was soll das jetzt? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Offensichtlich wollen Sie ein Attentat auf den Herr Hartler verüben. Ich sehe es doch in Ihren Augen. Ja. Ist das so? Nein. Ist das hier Ihr Planungsraum? Ist das hier Ihr Plan? Ja.
jetzt? Sie wissen, wer ich bin. Nein. Die linke Hand vom Herrn Hartler. Und mit mir wird nicht gespaßt. Oha, oha. Gehen Sie raus, ich hab eine Geisel. Raus! Herr Winkler, haben Sie den Störenfried? In der Tat, ich hab den Störenfried. Ich werde diesen Mann erschießen, wenn Sie nicht sofort diese ADAC-Garage verlassen. Ich schieße ihn um. Das sollte jeder ernst nehmen. Drei, zwei... Raus, Junge, raus. Herr Hartler, steigen Sie ein. Ja. Steigen Sie in Ihr Gefährt. Sie fahren. Ich werde Sie jetzt hier in dieses Auto setzen, kapiert? Okay. Ja, ja. Auf geht's, Herr Hartler. Herr Winkler, ist das ein Teil Ihres Sicherheitskonzepts, dass die Schutzperson selber fährt? Na, das geht leider jetzt gerade nicht anders. Ah, ich verstehe. Wir müssen das leider so tun. Ich glaube, wir müssen uns den Weg frei machen. Ich sorge für Ihre Sicherheit. Danke. Seitdem Sie da sind, habe ich ein schöneres Leben und fühle mich sicherer. Das müssen die selbst wissen, ob sie sich dieses Risiko antun oder nicht. Dann fahren wir in die Wüste. Fahren Sie in die Wüste. Ich penetriere das Gaspedal bis zum Exodus. Ich habe nicht genug Munition. Hartler, wie viel Munition haben Sie mir gegeben? Deal. Nee. Warten Sie. Da, haben Sie es bekommen? In der Tat. Die werden Sie holen. Die spielen mit ihrem Leben. Sagen Sie denen lieber, die sollen abhauen. Die spielen mit ihrem Leben. Ein Höllengeschoss, Wasserwinkler. Die schießen schon wieder. Jungs, ihr trefft mich. Herr Hartler, eine Frage. Ja. Reicht in diesem Reich ein Kopfschuss? Ja, wenn Sie richtig gut treffen, dann schon. Aber wenn eine Weste anhat, dann wahrscheinlich nicht. Da, Ihre kleine Privatarmee, die penetriert uns hier. Passen Sie auf, Sie halten jetzt hier an. Genau hier. Ich halt an. Oh, das reicht jetzt. Es reicht. Sagen Sie denen, die sollen abhauen oder ich erschieße sie. Sofort. Ja, Moment. Jungs, lasst es einfach. Lasst es gut sein. Herr Winkler, da schleicht einer in den Busch. Das ist egal. Ich habe eine Waffe an seinen Kopf gerichtet. Die wollen wohl, dass ihr Kollege stirbt. Die wollen das wohl. Endstation für euren Kollegen, oder was? Ich bleib mal hinten. Fahren Sie weiter, Herr Hartler. Fahren Sie. Ich glaube, die wollen mit euch verhandeln. Hier gibt's nichts zu verhandeln. Herr Hartler, gucken Sie mal. Ich habe Ihnen da was auf der Karte skizziert. Die haben skizziert, gerne. Ich werde dorthin fahren. Herr Winkler, kurze Frage für mein Verständnis. Wir haben uns gar nicht Verdammt! Irgendwann später. Sie wissen noch wohin? Ja, ich habe es noch aktiviert. Hat das Ding überhaupt ein Navi? Die Karte, Sie meinen, Sie halten die Karte. Ich habe mein Navi hier aktiviert, das ist ein Neubau. Es ist der Hartler 3000, das ist ein Eigenbau. Vorsicht! Also wirklich? Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich einen Führerschein gemacht? Natürlich nicht, Herr Winkler. Den hat er gekauft. Weder noch. Ich habe keine, verraten Sie es nicht. Stimmt, ein Mann wie Sie wird ja eigentlich nur gefahren. Richtig. Haben Sie eigentlich eine Frau? Ja. Hat die einen Führerschein? Nein. Glauben Sie nicht, dass die nicht auch gefahren wird? Ja, doch, eigentlich schon. Da haben Sie schon recht. Wir werden immer noch verfolgt. Wissen Sie was? Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, halten Sie an. Machen Sie Nägel jetzt mit Köpfen. Stahlnägel übrigens, Stahlnägel. Sagen Sie mal, was ist das für ein Rückstoß? Oh, was ist denn das für eine Waffe? Da kommt er wieder. Da vorne steht er, Herr Winkler. Soll ich stehen bleiben? Nein. Ja, mit dieser Waffe lässt sich doch gar nicht zielen. Wie soll man das denn machen? Ich habe ihm doch noch eine zweite gegeben. Ja, das ist auch nicht viel besser. Warten Sie, ich gebe Ihnen noch mehr. So, schaut's mal hier. Okay. Ist die besser? Weiß es nicht. Probieren Sie, ob sie mehr liegt. Nee, nicht wirklich. Dann probieren Sie noch die aus. Woher holen Sie eigentlich die Waffen? In meinem Seitenfach legen die. Das ist ja ein Eigenbau. Klar, natürlich. Ja, das ist schon besser. Wir fahren jetzt. Da stehen die doch schon wieder. Wir werden die jetzt in ein Gespräch verwickeln und dann hinterhältig umschießen. Ermeucheln. Es reicht. Es ist wirklich, es genügt. Sagen Sie denen, die sollen anhalten. Ihr sollt anhalten. Ich soll stehen bleiben. Bleibt stehen, ihr Knilche. Ohne Waffe, Herr Hartler. Hartler, wir haben eigentlich das... Fahr. Ich hab's geklärt, ist alles gut. Ja, aber da waren zwei, Herr. Ja, und die sind beide tot. Ein herrliches Bild. Stehen bleiben. Okay. Wieder zurück ins Auto, einsteigen. Wir sind noch nicht fertig. Wir wollte machen schon. Keine Späße hier. Hier wohnt der Herr Winkler. In der Abgeschiedenheit. In der Einöde. Da fühlt er sich wohl. Na, nicht ganz. Hier entsorge ich eigentlich immer meine Leichen. Aussteigen. Gut. Aussteigen. Ja, ist okay, ist gut. Na los, rüber zum Steg. Haben Sie auch ein bisschen Gnade. Ich habe keine Gnade mit Leuten, die mich und meinen Chef verfolgen. Verfolg sie nicht, sie nehmen mich mit. Sie haben uns verfolgt. Sie hatten ein Messer in der Hand, sie wollten mich ermeucheln. Ich hatte es, das war mein Brotschmiermesser, ja? Brotschmiermesser, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh nein. Wir sollten vielleicht schnell machen, bevor wir von oben ermeucheln werden. Noch ein paar letzte Worte. Haben Sie ein gutes Herz? Oh Gott. Schnell weg hier. Wie viele Helikopter eigentlich noch? Da sind jetzt zwei. Herr Hartler, was machen wir? Fahren Sie, fahr ich. Warten Sie kurz, ich würde mich drum kümmern. Holen Sie den runter, geben Sie alles. Na, nicht ganz, nicht ganz. Ah! Fahren Sie! Sie fahren! Das ist. Ui! Steigen Sie schnell ein! Herr Hartler! Ja! Ich habe ihn nicht ermordet, er lebt noch. Fahren Sie weg, schnell! Ich fahre! Wir müssen schleunigst in ein Krankenhaus. Wie schlecht geht es Ihnen, Herr Winkler? Ah, so 75% schlecht. Ja, das ist. Fahren Sie einfach durch! Einfach durch! Jawohl! Alles für den Sieg! Diese Emporkömmlinge!
Haben Sie immer so viele Probleme hier? Ja, es ist immer das Gleiche, deswegen brauche ich ja Personenschutz. Ich glaube, wir müssen von der Straße runter. Klar, das ist gar kein Problem. Sie haben hier den Besten der Besten. Das merke ich. Wir werden immer noch verfolgt. Ja. Fahren Sie einfach weiter. Einfach weiterfahren. Weiter. Haben Sie keine Panzerfaust irgendwie im Hadler 3000? Ich muss mal kurz nachschauen. Warten Sie kurz. Ein Flugabwehrgerät. Sie wissen schon, wovon ich rede. Ich weiß, wovon Sie reden. Artillerie. Ich glaube, das wird etwas schwer. Kann sein, dass das hier nicht zulässig ist. Ja, verdammt. Egal, macht nichts. Das schaffen wir trotzdem. Aber na, einer ist noch über uns. Och nee. Und einer ist vor uns, das ist auch irgend sowas. Schauen Sie da. Soll ich mich drum kümmern? Mach ich schon. Gut gemacht, Herr Hartlein. Super. Danke sehr. Das war genau im richtigen Moment. Jetzt ist wieder gut, oder? Ich habe ihn. Ein Verfolger weniger. Herr Winkler, wir könnten ja sonst noch mal vorne zur Garage fahren. Ich hätte da noch ein Kfz. Das schneller ist, ja? Das ist deutlich schneller. Wo ist die Garage? Ich würde Ihnen zusagen, am Hauptplatz. Ich mag Ihren Hadler 3000 aber. Ich auch. Aber Sie werden das andere Auto auch mögen, glauben Sie mir. Ja, hier, lassen Sie mich raus. Beeilen Sie sich, ich sorge für Deckung. Herr Winkler, stehen bleiben. Nein, es reicht. Ihr habt uns lang genug verfolgt. Ich hab ihn. Mir geht's ganz schlecht. Oh, vielen Dank. Warten Sie bitte. Sind wir sie jetzt endlich los? Oh, ja. Oh, ein wunderschönes Kennzeichen. Ich glaube auch. Oh, der ist ganz schön fix unterwegs. Ja, sag ich doch. Sie wollten was Schnelles. Sie kriegen was Schnelles. Das ist zwar nicht das richtige Modell, aber so halb. Aber so halb. So halb. Jetzt auch noch beschweren, wenn ich Sie hier mit dem Besten vom Besten bestücke. Kann man den ein bisschen auftunen bestimmt, oder? Der ist schon voll getunt. Nein, optisch. Ach so, ja, das können Sie. Können wir das hier machen beim ADAC? Ich weiß das nicht so genau, weil das wurde verändert. Schauen Sie mal. Schön den Unterboden weg, Herr Winkler. Was ist das denn, Alter, für ein Vokabular? Alter! Die Bühne ist kaputt. Ehrlich, Sie haben es geschafft. Ist das mein Freund? Wer? Der Rechte. Den Herrn Winkler? Nein, den Rechten. Der Rechte, der ist ein Beifahrer. Der Rechte, der als Beifahrer sitzt. Ein Intelligenzbolzen. Haben Sie einen Vergaser? Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Kann man hier die Autos ein bisschen verschönern, optisch und so? Ja, natürlich. Wie? Dann müssen wir kurz... Thomas, Herr Winkler möchte gerne was von dir. Er müsste gerne sein Auto tunen lassen. Unser Chefin kommt sofort. Unser Chefin? Nein, was ist denn das schon wieder? Sonst fahr ich gleich woanders hin. Ja, er kommt sofort. Sonst fahren wir zur ATU. Nein, da laufen schon wieder Grüne. Machen Sie das Tor zu! Machen Sie das Tor zu! Machen Sie das Tor zu! Was machen Sie hier? Schließen Sie ab! Stopp. Abschließen! Stopp. Sie müssen das Tor zumachen! Ja, ich mach. Schnell! Jetzt haben wir Gehirnmasse auf dem schönen Audi. Haben Sie vielleicht noch ein Pflaster? Ja, selbstverständlich. Und wir haben Gehirnmasse auf dem Audi. Lassen Sie das Tor zu! Lassen Sie das Tor zu! Wir dulden hier keine Waffen, ne? Ja, sagen Sie denen das! Die haben zuerst geschossen! Nehmen Sie die Waffe runter, Herr. Die haben zuerst geschossen! Das ist Eigenschutz, Junge! Wie heißen Sie? Adler, was hast du für eine Frage? Guck mal, die stehen da wie die 5 Doofen von der Tankstelle. Ich verstehe das nicht. Man will hier ein Auto tunen und die kuscheln. Alle ganz besorgt um den Kollegen. Geben Sie die Hände hoch. Herr Winkler. Ach, das ist doch ein Scherz, oder? Sagen Sie mal, haben Sie die hintere Tür nicht abgeschlossen? Wie dumm. Nein. Oh, oh. Sorry, mein Fehler. Schnell raus hier. Oh. Ich habe alles probiert. Ich habe mich wirklich bemüht. Herr Hartler, schnell weg hier. Einfach weg. Wir haben hier nichts verloren, ja? Das ist nicht unser Metier. Das ist echt nicht unser Metier. Alles voll mit Blut und Einschutzlöchern. Machen Sie auf, wollen hier nicht sein. Aufmachen! Da steht ein Auto davor. Ich fasse es nicht. Da war noch einer von den Knilchen. Jetzt haben wir das SEK am Arsch. Das hört ja gar nicht mehr auf mit ihm. Aber wir sind schnell, alles gut. Wir müssen hier echt weg. Ich glaube, der Reifen platzt gleich. Alles gut, passt schon. Wir schaffen das. Oh nein, oh ja, oh nein, oh ja. Hervorragend, Herr Winkler. Täuschung. Fahren Sie mal in die Seitengasse rein, schnell. Hier rein. Wie im Film. Schnell. Fahren Sie hier rein. Licht aus. Oh, wir sind so schlau. Wir sind so schlau. Achtung, könnte ein bisschen wackelig werden. Alles gut. Ah, oh, verdammt. Was hätten wir es geschafft? Egal, jetzt sieht er wenigstens aus wie meiner. Da habe ich mich gerade verschluckt. Kennen Sie die Geschichte, ja? Ich habe mal etwas gehört, dass dem Fahrzeug einiges widerfahren sei. Ja, ich weiß inzwischen tatsächlich auch mehr. Wissen Sie, wo das Fahrzeug mal war? Lassen Sie mich raten, in Usbekistan. Schlimmer. Schlimmer als Usbekistan. In Polen. Herr Hartler, hören Sie auf. Das bringt nichts. Herr Horch, machen Sie die Tür auf für einen guten Freund, Odalf. Wir sind gut befreundet, er macht die Tür sicher auf. Grüß Gott. Rodalf, pass auf. Das ist der Herr Winkler. Der Herr Winkler hat einen
astreinen Audi R8 vor der Tür. Den bräuchten wir etwas verschönert. Natürlich doch, ist kein Problem. Welche Farbe darf denn sein? In einem schönen deutschen Braun oder? Also ich hätte tatsächlich gerne ein Gelb. Ein dunkleres Gelb, ja. Ein dunkleres Gelb ist kein Problem. Und die richtigen Felgen, so schwarze, originale Audi-Felgen. Da gucke ich mal, ob wir was auf Lager haben. Die sind Standard bei der Auslieferung. Die haben sie ganz bestimmt. Und nicht so ein Winterradschmutz. Damit kann man höchstens durch Russland fahren, aber nicht hier. Oder durch Polen. 20 Minuten später. Reis, sehr gut. Den nehmen wir so, ja. Ja, das ist schon sehr, sehr extrem auf jeden Fall. So wie wir sind, wir müssen hinten raus. Hier, Knilch, mach mal die Tür auf. Schön. Ja, ich würde sagen, sie zeigen mir am besten noch eine Sache. Eine Sache zeigen. Eine Sehenswürdigkeit. Eigentlich ist das Katzencafé das Highlight. Ein paar Sekunden. Eine Bar? Eins weiter. Ach so. Hier. Ah, Bälle. Das sieht doch schon mal gut aus. Oha. Wenn Oha! Urteil Feierabend hat, geht der Ballen! Oha, das ist geil. Machen wir ein kleines Match. Ein Match bitte, genau. Spiel erstellen. Winkler, Rundenzahl 5, starten. Dann trete ich bei. Ich bin der Odalfi. Ach, der Odalfi-Hadler, ja stimmt. Natürlich doch. Oh, oh, da kommt ja eine Bowlingkugel angerollt. Natürlich, was denken Sie denn? Ich nehme die. Oh. Nehmen Sie, dann bowlen Sie mal. Ist schon cool, okay, okay. Oha, wie geil ist das denn? Das funktioniert ja wirklich. Oh, das ist ja... Junge, das ist ja wie bei Nintendo Wii. Herr Winkler? Ja, ja, ich muss mich vorbereiten. Oh. Gut. Oh, Herr Winkler, ein Naturtalent. Ich habe wirklich Spaß hier. Ich finde das super. Das freut mich. Wie kommt es, dass ich das in meiner ganzen Karriere das erste Mal sehe? Das weiß ich nicht. Das ist ein besonderes Land hier. Und... Oh. Das ist gut, das ist gut. Oh nein. Fast. So, lass du mal den Papa ran. Oh, stark, stark. Richtiges Naturtalent. Richtig, aber die Bowlinggruppe Los Santos Süd. Jawohl! Oh! Jawohl! Stark! Mit euch!